Moinsen, meine Damen und Herren, schön, dass ihr hergefunden habt. In diesem Video möchte ich euch zwei Rotationen vorstellen, einmal fürs AOE und einmal für Single Target. Wenn euch das Video gefällt, abonniert meinen Kanal. Solltet ihr Interesse haben an einem PvP-Makro, schaut gerne mal in meinen PvP-Guide rein. Dort findet ihr One-Shot-Rotationen und so weiter oder meine 2v1s. Würde ich mich drüber freuen, lasst uns beginnen. Schaut mal hier unten auf das T, da ist mein Makro, das ist ein One-Button-Makro, damit fahrt ihr die perfekte Rotation. Ich zeige euch das Ganze einmal. So, ihr seht, ich gucke permanent in die Kamera, brauche halt wirklich nichts machen und das Makro fährt von alleine. Das ist der absolute Wahnsinn, weil mir fahrt halt Schaden wie sonst was, das ist so unnormal. Macht halt richtig Spaß, glaubt mir. Das ganze Makro könnt ihr halt in der Videobeschreibung finden, beziehungsweise könnt ihr dort kopieren. Und richtig Action machen damit. Das hier sind die Talente für das AOE-Makro. Ob ihr jetzt nun hier platzende Geschwüre oder schwarzes Fieber benutzt, das obliegt ganz euch. Genauso wie hier bei den Stufe 30er Talenten. Das ist ganz euch überlassen. Lasst uns beginnen mit dem Single-Target-Makro. Schaut hier unten wieder aufs T. Ich drück nur einen Knopf, brauche nichts machen, gucke die ganze Zeit in die Kamera und ich fahre halt die perfekte Rotation. Ist halt wieder echt krass. Ja, das Makro könnt ihr auch in der Videobeschreibung finden. Kopiert es euch einfach und habt Spaß damit. Beendet wird das Ganze mit einem Geißelstoß und danach müsst ihr in eure normale Rotation weiterfahren. An dieser Stelle möchte ich euch nochmal die Talente einblenden. Das einzige, was ich ausgetauscht habe, ist Entweihen gegen Unheiliger Pakt. Ist im Single-Target-Modus einiges besser. Ihr könnt das Makro allerdings auch benutzen, wenn ihr das, wenn ihr zum Beispiel in der Mythic Plus seid, ihr habt das Talent Entweihen drin, dann könnt ihr das Makro trotzdem durchlaufen lassen, das ist gar kein Problem. Das war's auch schon mit dem Video. Ich möchte mich bedanken bei euch fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen, aktiviert die Glocke, lasst meinen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.